Ja, Geil. das ist das, dieser Erfolg über Nacht, dann irgendwie, weil plötzlich, es gibt ja manche Leute, die plötzlich überall aufpoppen. Ja. Und man denkt, ja geil, die kommen ja aus dem Nichts. Und nee, niemand kommt aus dem Nichts. Das ist dann irgendwie halt, dass plötzlich irgendwas passiert ist, das Aufmerksamkeit erregt hat. Aber dass vorher halt auch da schon ganz, ganz viel passiert ist, wie du sagst, das sehen viele gar nicht. Und ich glaube, deswegen geben viele so schnell auf, weil die denken, okay, ich mache das ja jetzt schon, ja, und ich bin immer noch nicht entdeckt worden. Ja. Dieses Zitat, ich weiß nicht, von wem das war, vielleicht wisst ihr das, es hat mich 30 Jahre gebraucht, um über Nacht reich zu werden. Ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das finde ich immer total geil, weil das ist ja dieser Punkt, ne, Erfolg läuft ja auch nicht so, sondern so und irgendwann geht es so ein bisschen so und irgendwann geht es halt so. Aber bis es dann halt diese Kurve macht, und das ist egal, ob es im Business oder im Angestelltenverhältnis ist, die meisten Leute halten halt nicht lang genug durch, bis die Kurve nach oben geht. Ja, absolut. Das ist halt der Punkt. Es gab eine Sache, Christian, die möchte ich gerne noch von dir zitieren, die gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau wichtig, richtig ist. Und zwar hast du gesagt, zu den Themen Scheine sammeln und den Abschluss machen und da das Praktikum machen, du hast gesagt, ich will doch nicht das Leben, mein Leben für irgendwen geil strukturieren. Ich will doch für mich selber ein geiles Leben haben. Bombe. Richtig gut, weil... Das machen die Leute ja. Du musst den Schein sammeln, mach da das Praktikum, da ist das sinnvoll. Wenn der Personaler da drauf guckt, dann ergibt das Sinn. Weißt du, wenn du am Ende des Tages für dich selber deinen roten Faden darstellen kannst und sagen kannst, wissen Sie, ich habe das gemacht, weil ich wollte das und das lernen, deswegen bin ich erstmal da hingegangen und die Zeit als DJ hat mir das und das gebracht, da habe ich gelernt, Menschen zu bewegen, im Prinzip in großen Massen, dann klingt das Ganze auch wieder plausibel. Du musst halt nur deine Geschichte selber erzählen können. Das ist halt wichtig. Ja, absolut. Und ich glaube auch, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich fand es gerade so faszinierend, was du gesagt hast. Hast du gedacht, was Geiles hab ich? Lass uns mal weitermachen, der Gedanke kommt gleich bestimmt nochmal. das war total cool, weil du hast es gesagt, es hat mich komplett so abgeholt und in dem Moment fährt draußen ein Zug vorbei. Ich bin gerade in meinem Büro hier direkt Bahnschienen, ich höre die nicht richtig, aber ich sehe die und ich denke, okay, jetzt bin ich los. Und hat den Gedanken mitgenommen. Der Zug hat deinen Gedanken mitgenommen. Ja, genau. Der Zug ist jetzt angekommen. Wenn wir jetzt sind wir, glaube ich, in der Jetztzeit angekommen. Und da auch nochmal, um genau für unsere Hörer, die ich vielleicht nicht kenne, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber nochmal ganz konkret. Du bist einerseits Head Coach bei Tobias Beck. Das heißt, du arbeitest in Kooperation mit Tobi zusammen, bei dem wir, Bastian und ich, uns ja kennengelernt haben. Also wer die Geschichte nicht kennt, wir haben beim Tobias Beck auf dem Seminar, das auch der Christian mitgeleitet hat, haben Bastian und ich uns kennengelernt. Also so ist die Connection, die wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben. Gleichzeitig trittst du auch mit deinem eigenen Programm auf, mit dem Power-Programm. Ja. Bist du auch noch Flugbegleiter zusätzlich oder ist das die Geschichte, das jetzt Geschichte? Nee, bin ich auch noch, weil ganz kann ich mich noch nicht lassen. Es geht aber auch ohne die Lufthansa, Christian. Ich habe es geschafft, ohne sie zu leben. Es geht auch ohne, aber du weißt, wie schwer so ein Abkopplungsprozess ist. Ja. Der Ausweis, der ist halt irgendwie, es ist halt was Besonderes, wie auch immer. Ja, klar. Ich habe tatsächlich die Fliegerei noch nicht an den Nagel gehängt. Das ist ein ganz, ganz reduzierter Teilzeitvertrag, den ich da noch habe. Macht wirtschaftlich nicht unbedingt 100% Sinn, aber es hält mich halt einfach noch so ein bisschen im Unternehmen drin. Und Lufthansa ist zusätzlich auch ein sehr großer Kunde von mir, wo ich viele Veranstaltungen auch moderiere und mitgestalte, leite und so weiter. Und dafür ist es natürlich auch eine gute Konstellation, dass ich immer noch so ein bisschen mit drin bin und die Zusammenhänge sehe und so weiter. Letztendlich macht es mir auf der anderen Seite natürlich auch noch ganz viel Spaß. Also es ist jetzt kein Klotz am Bein, ganz im Gegenteil. Ich fliege halt einmal im Monat nach Miami oder nach Singapur und das war's dann. Und das ist jetzt halt, es geht auch noch. Ja, also das kann ich noch verkraften. Auf der anderen Seite bin ich natürlich die meiste Zeit halt damit beschäftigt, entweder mit Tobi zusammen das Unternehmen Tobias Beck University weiter aufzubauen, sei es jetzt ob auf Seminaren, aber was da natürlich auch viele nicht sehen, das ist natürlich auch zwischen den Seminaren durch die Woche viele Abstimmungen, Ideen sammeln, kreative Prozesse und so weiter gibt. Wenn wir im Hier und Jetzt sind, was die Außenwelt wahrnimmt, planen wir ja jetzt schon 2019, 2020, was können wir da machen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir vielleicht auch international was machen können und so weiter? Das läuft alles statt und gleichzeitig baue ich halt meine eigene Marke auf.
weil ich glaube, das ist, also natürlich hätte ich genug damit zu tun, auch die Dinge mit Tobi zusammen zu machen. Ich glaube, es ist aber wichtig für das Gesamtkonstrukt, dass sowohl Yvonne, die ja den gleichen Posten hat letztendlich wie ich, als auch ich uns selber auch stärken und die eigenen Marken zu haben. Für uns selber und auch für die große Marke. Und von daher ist das halt ein weiter wichtiger Punkt. Und mein eigenes Seminar ist letztendlich ein Herzensprojekt, was sich über viele, viele Jahre angestaut hat, wo ich letztendlich meine komplette Erfahrung aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung genommen habe und geguckt habe, okay, was sind eigentlich die Dinge, die mich am meisten vorangebracht haben? Was ist das, wo ich am meisten für mich und mein Leben gelernt habe? Und was für einen Mehrwert kann ich dadurch auch anderen bieten? Und das habe ich halt in 2,5 Tage zusammengestrickt und habe letztes Jahr das erste Mal dieses Seminar durchführen dürfen. Und es war für mich halt auch ein kompletter Durchbruch zu sehen, okay, was passiert, wenn Menschen halt genau das nicht nur logisch verstehen oder hören, sondern nochmal nacherleben, was ich selber erlebt habe und selber diese Sprünge dadurch gemacht habe. Und das ist halt, also das ist halt das krasseste Gefühl, überhaupt, ja. Ja, und du sagtest, das war so ein bisschen die Essenz von dem, was du selber gelernt hast aus der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ist für dich Power, also genug Energie zu haben, tatsächlich die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein? Ja, also auch da ist ein ganz wichtiger Punkt noch, um über Energie und Power zu sprechen, finde ich es wichtig zu sagen. Es gibt halt Menschen, die per se schon in einer sehr hohen Grundenergie sind, sehr, sehr outgoing sind, vielleicht auch laut nach außen, groß nach außen. Für die ist es wichtig, im Energiemanagement erstmal die Energie ein bisschen runterzufahren und nicht unbedingt runter, aber die Energie nach innen zu fahren und ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Und für andere, die halt vielleicht eher so ein bisschen langsamer im Tritt sind, für die ist halt wichtig, die Energie raufzufahren. Das heißt, das, was ich mit Energie und Power mache und verstehe, hat viel mit Balance zu tun. Also wirklich aus der Mitte heraus zu agieren, aus dem Angekommen heraus zu agieren, aus natürlich Techniken zu beherrschen, die dich on point dahin bringen, Energie abzurufen, wenn du dich vielleicht gerade mal so fühlst, dass du sie nicht brauchst, oder dich on point dahin bringen, mal dich wieder ein bisschen runterzubringen. Aber es geht wirklich so um diese Balance, um das große Ganze. Hast du da jetzt einfach mal für diejenigen, die gerade im Auto sitzen oder auf dem Weg zur Arbeit sind, die jetzt gerade diesen Podcast hören, vielleicht so einmal für Upshifting und einmal für Downshifting, also einmal für unten ankommen, vielleicht mal so eine kleine Übung, die man ganz schnell so umsetzen kann? Ich glaube, Upshifting, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Das kannst du schon super schnell machen, indem du einfach mal laut schreist. Das ist halt, da nur aufpassen. Nicht aus hier raus schreien, sondern aus dem Bauch schreien. Das machen auch viele Leute falsch. Das ist super faszinierend. Wenn wir auf unseren Seminaren sind, oder auch gerade jetzt bei meinem eigenen Seminar, und ich merke, da kommt jemand gar nicht aus sich heraus. Der hat ich fühle die Energie bei ihm drin, aber er kriegt sie nicht raus. Dass es Menschen gibt, die allein schon das über Jahre und Jahrzehnte nicht mehr gemacht haben, einfach mal die Energie rauszubrüllen, rauszuschreien. Das ist in jedem von uns drin, das ist eine ganz natürliche Sache, ja. Mhm. Ich meine, wie auch immer. Also, und allein da mal den Zugang zu finden, das ist halt ein riesen Energie-Upshift. Energie-Downshift mache ich hauptsächlich gerade in solchen Situationen mit Atmung und mit mentalem Training. Also Atmung im Sinne von tiefe Atemzüge in den Bauch, auch da nicht in den Brustkorb, sondern in den Bauch herein. 10-mal tief einatmen, das versuche ich so über den Tag hinweg immer wieder zu machen. Wer das mal wirklich trainieren will, stellt sich mal einen Wecker und macht das 6-mal am Tag, 10 tiefe Atemzüge. Das hört sich erstmal total simpel an, hast auch schon 400-mal gehört vielleicht, aber wenn du das wirklich mal machst, das schafft so ein Bewusstseinsshift. Das ist unglaublich. Der, ich weiß nicht, ob ihr Brandon Burchard kennt. Ja. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Idol. Ist in den letzten Jahren aus Amerika sehr groß geworden, auch einer der Top-Speaker letztendlich in Amerika. Und er hat ein Buch geschrieben, High Performance Habits. Mhm. Ein absolutes Lieblingsbuch in den letzten Jahren, würde ich fast sagen. Und er spricht in einem Kapitel über den Punkt Transition. Das heißt, wenn du zum Beispiel von einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommst und noch so in diesem Mut bist, viele Dinge abgearbeitet zu haben, es war sehr stressig, kommst damit nach Hause und bist dann mit der gleichen Stimmung auch zu Hause mit deiner Familie. Mhm. Kennt sicherlich jeder von uns, ja. Ist komplett natürlich.
Und dass das nicht förderlich ist, auch für die Beziehungsklausel, kennt, glaube ich, auch jeder. Ja. Auch oder was auch immer. Und er sagt halt, bevor du halt so eine Transition hast von einem Moment in den nächsten oder von einer Situation in die nächste, setz dich hin, mach die Augen zu, mach so eine Transition Meditation, nennt er das. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass du jetzt Musik anmachst, 10 Minuten meditierst, im Schneidersitz sitzt und so weiter, sondern die Augen schließt, eine Minute einfach atmest und die Gedanken des Tages loslässt, das Ding abschließt und dann mit freien Gedanken nach Hause reingehst. Mhm. Und das nicht nur in solchen Situationen, sondern wir haben jetzt zum Beispiel ein Interview. Nach dem Interview mache ich kurz die Augen zu, atme 2-3 Mal und dann gehe ich zu meinem nächsten Aufgabe, vielleicht einen Call oder E-Mails beantworten oder sonst was. Also in diesen Transition-Phasen sich quasi zurück ins Bewusstsein zu holen. Nicht einfach nur, das kennt ihr sicherlich auch, ich erlebe das selber auch oft, gerade wenn es so viel ist, zack, 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 Termine, Termine, Termine und musst viel arbeiten, dann bist du nur noch im Reaktionsmodus. Ja. Du reagierst nur noch. Und in dem Moment, wo du diese Transition halt hinbekommst, bist du wieder aktiv und bewusst da und fühlst dich nicht mehr so gestresst. Also ich glaube, das ist auch so. Und jetzt zu diesen Schwenk zum Thema Power, Basti, weil du darauf auch so ein bisschen dich bezogen hast, auch gerade ganz am Anfang. Mhm. Wenn du bewusst da bist und aktiv dein Leben gestaltet, bist du auch in deiner vollen Stärke. Mhm. Nicht, wenn du reagierst, Stress hast, immer on fire bist, bam, 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 bam. Irgendwann ist der Akku leer, dann funktioniert nichts mehr, das kriegst du von deinem Körper wieder gespiegelt, das kriegst du von deinem Umfeld wieder gespiegelt, deine Ergebnisse sind lange nicht da, wo sie sein könnten. Deine volle Kraft, deine volle Power entwickelst du, wenn du halt bewusst da bist, aus dir heraus, in deiner Mitte bist und in deiner eigenen Ruhe bist. Könnte man auch sagen, dass ich so am besten auch morgens in den Tag starte oder muss ich am Morgen eher, also oder ist es eher dann sinnvoll, eher, weiß nicht, einmal zu schreien oder laute Musik aufzudrehen, um mich abzuschiften? Was denkst du, was meine Antwort ist? Kommt drauf an. Also ich sag mal, wenn du jemand bist, der irgendwie komplett on fire schon aus dem Bett springt und yeah, was ein geiler Tag und du kannst dich selber kaum bremsen, vielleicht ist es dann gut, wenn du dich noch 5 Minuten auf die Yogamatte sitzt. Und Also mit anderen Worten, wenn du 6 Jahre alt bist. Genau, richtig. Ja, Erwachsenen, Christian, die arbeiten gehen. Wie macht das denn? Und wenn du jemand bist, der halt irgendwie schweren Tritt kommt und so, dann hilft dir vielleicht eine Affirmation morgens, die du dir laut vorsagst, so eine Declaration, die wir ja immer auf unseren Seminaren auch benutzen oder indem du deinen Power-Move machst, keine Ahnung, einmal ums Haus rennst, vielleicht auch direkt ins Fitnessstudio gehst, eine Einheit Sport machst, wie auch immer. Also das ist eine sehr individuelle Sache auch, ja. Aber was ist jetzt, Moment, ich habe da gerade was gehört und einige kennen das wahrscheinlich gar nicht, weil so viele Leute gar nicht das Thema Persönlichkeitsentwicklung in sich so verankert haben. Power Move, was ist das denn? Ja. Power Move ist so ein Move, das ist so ein, ich sag mal, das ist eine geankerte Körperbewegung, mit der du deine Kraft abrufst. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mal bei Tony Robbins nutzt, das sehr stark in seinen Seminaren, bevor er zum Beispiel den Firewalk macht mit den Leuten, um dich in einen anderen mentalen Zustand zu bringen. Das heißt, er ändert deinen körperlichen Zustand und dadurch auch deinen mentalen Zustand. Was bedeutet das? Du nimmst zum Beispiel deine Faust, schlägst dir einmal auf die Brust und sagst, let's go, oder yes, I can do it, oder ich habe keine Ahnung, irgendwas, was dich halt triggert, was dich halt in deine Kraft bringt. Das ist auch sehr individuell. Daran arbeiten wir zum Beispiel auch in meinem Seminar. Das ist immer sehr witzige Situation, wenn dann jeder so seinen Power-Move entwickelt. Das kann manchmal auch sein, weil du, Beispiel auch, wenn du halt im Training bist oder wenn du als Angestellter einen Vortrag hast und dich vielleicht vorher in so einen energetischen State bringen möchtest, dann kannst du ja sehr wahrscheinlich nicht in den Vortragsraum gehen, im Großraumbüro, weißt du, Besprechungsraum, machst du deinen Power-Move oder denkst du, das darf dann auch mal ohne, also such dir dann auch im zweiten Schritt was ohne Ton ist, was du vielleicht auch, wo du dich einfach triggerst. Also ich sehe das öfter mal, könnt ihr mal darauf achten, manche Sprecher triggern sich, indem sie 3-mal auf die Brust klopfen zum Beispiel oder indem sie die Faust halt in der Tasche zusammen machen oder indem sie sich ein Mantra vorsagen oder irgendetwas, was sie auch also bewusst macht und die Energie hochfährt. Ja, das ist einfach eine Kopplung aus körperlicher Bewegung und mentalem Triggern. Geil. Aber jetzt nochmal, warum
sollte ich vor so einem Vortrag oder vor einem Meeting die Energie hochhalten? Da geht es ja nicht um lange durchhalten, sondern das Vortrag ist ja vielleicht eine halbe Stunde oder Meeting ist vielleicht eine Stunde. Das kann man doch so durchhalten. Ja, kannst du auch so durchhalten. Es gibt Meetings, da brauche ich das nicht. Dann gibt es Meetings, da brauche ich das. Also ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn du mit Menschen bist, dass du unheimlich präsent bist, im Moment bist. Und präsent sein erfordert viel Energie. Wieso? Weil wir uns andauernd durch Sachen ablenken lassen. Gerade im Alltag natürlich, eine Präsenz sein, hier unser Fluch- und Segengerät. Ja. Und das liegt ja auch im Meetingraum dann ab und zu rum. Dann auch die, also Ablenkungen sind halt das, was dir die Präsenz zieht. Wenn du in einem hohen energetischen Status bist, fällt dir das leichter, einfach im Moment zu sein, präsent zu sein, bei den Menschen zu sein, die Menschen abzuholen, sie zu begeistern für deine Idee, für das, was du ihnen beibringen möchtest oder für das, was, wofür du sie gewinnen möchtest letztendlich. Cool. Okay. Das heißt, Energie ist gut dafür, um im Moment zu sein, um präsent zu sein, und das hilft auch entsprechend, die Menschen für sich zu begeistern, die Menschen mitzuziehen, Menschen zu überzeugen oder einfach halt auch gut zu kommunizieren. Absolut. Es geht ja nicht darum, die Leute anzuschreien. Save the date, 22.09.2018. Das Event, das dein Berufsleben verändern wird. Wir optimieren gemeinsam deinen Beruf und helfen dir im Job glücklicher und erfolgreicher zu sein. Und das live und in Farbe. Und zum Anfassen. Trag dich jetzt ein, um über weitere Details und Rabatte informiert zu werden. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes. Wir sehen uns. Ach so. Zu singen, zu tanzen oder so, sondern am Ende des Tages sind all diese Dinge, über die wir hier auch sprechen, sind einfach förderlich, um deine Kommunikation effektiver zu gestalten. Ja, dein Wirkungsgrad auf andere Menschen. Ja. Das ist letztendlich das, worum es dann geht. Jetzt haben wir viel, viel darüber gesprochen, wie baue ich Energie auf, wie manage ich meine Energie, und super geile Tipps gehört. Jetzt sprechen wir mal über das Thema Prävention. Wie gehe ich denn mit energieraubenden Elementen oder Wesen um? Was mache ich denn da? Ja, auch das ist natürlich eine sehr, also das ist eine Frage, die natürlich oft kommt und die ich mir auch jeden Tag stelle und versuche zu beantworten. Es gibt ja Situationen, da hast du halt einen Arbeitskollegen an deiner Seite sitzen, den kannst du halt jetzt nicht einfach ausblenden. Oder mit dem musst du vielleicht kannst du eine Mauer hochbauen oder weißt du, wie früher in der Schule, wenn du nicht abgucken durftest, stellst du einen Tornister auf den Tisch. Ich hatte tatsächlich mal einen Kollegen, der kam eines Tages ins Büro und hatte zu Hause in seiner Garage sich so eine Mauer gebaut und die hat er dann zwischen der Person, die vor ihm saß und ihm, hat er die so hingestellt, so ein bisschen höher. Er hat zwar gesagt, er kann da schön Bilder hinhängen, aber ich habe mir schon gedacht, warum man das... Cubicle ja. Selber gebaut, ne? Wie aus einem amerikanischen Film. Genau, richtig. Das ist im Prinzip genau der Punkt. Im Privatleben bin ich da komplett rigoros, ne? Also wenn ich merke, da zieht mir jemand Energie, dann habe ich halt keinen Kontakt mehr, dann breche ich den Kontakt ab oder nehme mir nicht so viel Zeit. Ich bin da rigoros, weil ich einfach gelernt habe, egal, ob es nur eine Minute oder ob es 5 Minuten, Stunde ist, egal wie lange, das ist halt meine Lebenszeit. Und ich habe so viel, was ich anderen Menschen geben möchte, die das wertschätzen und die es vielleicht auch nötiger haben dann als die Leute, die dir die Energie ziehen, die es einfach verdienter haben, dass ich meine Zeit da rein investiere, dass ich dann auch einen rigorosen Cut mache. Im Berufsumfeld, wenn du selbstständig bist, geht das natürlich auch schon noch eher. Dann kannst du, obwohl auch da muss der ein oder andere lernen, dass ihr sucht euch die Kunden aus und nicht ihr seid abhängig von Kunden. Natürlich ist das gerade am Anfang, wenn du die Selbstständigkeit gehst, eine sehr schwierige Situation. Dann bist du vielleicht happy für jeden Kunden, den du hast oder für jeden Partner, den du hast. Schritt für Schritt zu lernen, dass du das aber nicht brauchst oder wenn du anders agierst, dann auch andere Kunden und Partner in dein Umfeld ziehst, das dauert natürlich eine Weile. Und ich würde dennoch, egal ob du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, mit dem einen oder anderen Kollegen vielleicht aneckst oder da einen Energieräuber da in deinem Umfeld hast, ich würde mir an deiner Stelle immer ein Limit setzen, bis wohin kannst du das und ab wo ist einfach genug. Den Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, dieses Limit immer anzupassen, immer mehr zu schlucken. Irgendwann bist du resistent gegen diesen Anstieg an Negativität und
dann verfällst du in einen Status der Resignation und dann ist es zu spät. Dann ist nicht zu spät, es ist nie zu spät, was zu ändern, aber dann ist diese Scheiß-Egal-Einstellung und dann schaffst du nichts mehr. Dann bist du nicht in deiner Kraft, dann kommst du deinem Ziel nicht näher. Und das funktioniert dann nicht. Das heißt, sich wirklich eine Grenze zu setzen. Und wenn diese Grenze erreicht ist, das dann halt auch anzusprechen. Ne? Dann auch zu den Menschen zu sagen, pass auf, ich verstehe nicht richtig, wie du, wie deine Gedankengänge so zustande kommen. Was ich verstehe, ist, dass sie mir nicht gut tun. Und wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir weiterhin zusammenarbeiten können, ohne dass ich mich immer schlecht fühle, wenn wir miteinander zu tun haben oder wie auch immer. Und was faszinierend ist, wenn ihr das dann tut oder wenn du das dann mal ansprichst, wie oft dann auch ein Feedback kommt, krass, ja, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht oder okay, danke für dein Feedback. Es ist nicht immer nur so, dass die Leute extra dir die Energie ziehen. Richtig. Oder extra Räuber sind oder so. Ja, die haben ja auch das ist ja auch bei denen irgendwo, ich glaube ja grundsätzlich immer an das Gute im Menschen. Sehr gut. Ne, und das ist halt irgendwie dazu gekommen und ich bin mir davon überzeugt, je öfter du das ansprichst, desto öfter wirst du auch hören, boah, ich bin dir dankbar, dass du es angesprochen hast und die Situation wird sich auf einmal in Luft auflösen, weil du es halt mal angesprochen hast. Also das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ganz wichtig, auch die Art und Weise, wie man es anspricht. Ich fand die Formulierung, die du gewählt hast, unheimlich schön. Mhm. Um da einfach mal zu zeigen, okay, was macht das denn mit mir? Und lass uns da nach Weg, wie können wir da eine Lösung finden? Ja, ich mache immer gute Erfahrungen, egal in welcher Krisensituation oder so, dass ich einfach nur darüber spreche, welche Gefühle das in mir auslöst. Nicht bewerten, sondern pass auf, die und die Situation ist so und so, das löst das und das Gefühl in mir aus. Wie siehst du das? Und nicht so, du machst das, ich fühle mich scheiße, mach das anders. So dem Moment, ja, das ist nicht konstruktiv, sondern einfach über die, und dann gibt es Menschen, die verstehen das und natürlich gibt es auch Menschen, die verstehen dann den Approach nicht, aber damit, das habe ich mir so angewöhnt, damit fahre ich ganz gut und es lohnt sich auf jeden Fall mal, das auszuprobieren. Mhm. Klasse. Sehr cool. Super schön. Was mich jetzt auch gerade total erfüllt hat mit dem Thema Energie, ich habe manchmal in Gedanken immer so ein bisschen dieses Energie bedeutet, dass alle irgendwie auf der Bühne rumhüpfen müssen und irgendwie so total extrovertiert werden müssen und darum geht es gar nicht. Also ich habe jetzt echt verstanden, dass es eher um diese Präsenz geht und dass das auch eine Form von Energie ist. Und das glaube ich, also das ist für mich ein unheimlicher Mehrwert aus diesem Interview, den ich rausgezogen habe. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen so ein bisschen beruhigend, dass nicht jeder, dessen Sache es nicht ist, ständig irgendwie rumzuhüpfen und ständig zu reden oder Sachen zu erzählen, das auch okay ist, weil man kann ja trotzdem präsent sein auf seine eigene Art und Weise. Insbesondere die Menschen, die vielleicht jetzt auch nicht so sind, die so... in den Raum reinkommen und nur quatschen, sondern auch die Menschen, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen zurückhaltender sind, die das bis dato mal als Schwäche gesehen haben, dass sie so zurückhaltend sind. Nein, ganz im Gegenteil. Ne? Sie haben vielleicht, klar können sie ab und zu mal so den einen oder anderen Schub gebrauchen. Das haben wir ja heute gelernt, wie wir das hinkriegen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind die dann natürlich auch unheimlich gute Zuhörer und präsente, aufmerksame Menschen und kriegen dadurch auch ganz viel mit. Also es ist ganz toll. Absolut. Ich habe auch noch einen Buchtipp, Katja, wenn dich das Thema Präsenz auch noch weiter interessiert, ja. Von Amy Cuddy. Kennst du vielleicht? Sie hat einen TED-Talk gehalten über Körpersprache. Einer der am meisten angeklicktesten TED-Talks. Da geht es um das Thema Power-Posing. Mhm. Und sie hat ein Buch über das Thema Präsenz geschrieben, heißt Presence. New York Times Bestseller. Ich lese es gerade. Das ist sehr, sehr spannend und könnte das Thema nochmal vertiefen. Ja, sehr cool. Danke dir. Danke. Christian, an einem perfekten Tag, wenn du abends im Bett liegst, also an einem für dich perfekten Tag, wenn du abends im Bett liegst und den Tag nochmal Revue passieren lässt, was hast du an diesem Tag wahrscheinlich gemacht oder was ist passiert an diesem Tag? An diesem Tag habe ich mit meiner Familie einen Tag am Meer verbracht, bei Sonnenschein, gutem Essen und relaxter Atmosphäre und habe in Gesprächen mit meiner Frau und mit meinen engsten Freunden darüber gesprochen, was wir in Zukunft aus uns, aus unserem Potenzial machen können, sodass es anderen Menschen weiterbringt. Sehr cool. Und auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie groß ist die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, dass es ein perfekter Tag wird? Also 1 ist, man hat überhaupt keinen Einfluss und 10, man hat die komplette Eigenverantwortung. 10? Echt? Naja, das ist ja, das, boah,
Das ist ja eigentlich eine Suggestivfrage, die wir stellen. Ja, es ist schon so. Ne? Ich meine, klar kannst du jetzt das Wetter nicht ändern oder es gibt sicherlich auch Dinge, die in unserem Leben passieren, wo wir einfach keinen Einfluss drauf haben, Schicksalsschläge. Und dann ist natürlich, dann kann ich nicht sagen, es ist eine 10, ja, an solchen Tagen. Grundsätzlich, denke ich, entscheidet jeder Mensch selber mit weiß von der Einstellung, er durch den Tag geht. Ich kann mich selber dazu entscheiden, mich 4 Stunden am Tag darauf zu fokussieren, was gerade nicht gut läuft oder in Verzweiflung zu versinken oder in Gedankengängen. Oder ich sage, ich konzentriere mich auf das, was schön ist und habe dadurch einen perfekten Tag. Also bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Grundsätzlich bin ich bei einer 10 und weiß gleichwohl, dass es natürlich auch Situationen gibt, die wir nicht beeinflussen können. Mhm. Absolut. Was sind deiner Meinung nach so die, ja, so 3 wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern oder Angestellten der Zukunft? Sich auf Veränderungen einstellen. Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit sind, wo das Rad sich immer schneller dreht, Deswegen, also sich auf Veränderungen einstellen, flexibel sein. Zweiter Punkt, es geht nicht mehr darum, alles zu wissen, weil Wissen ist auf Knopfdruck innerhalb von ein paar Sekunden verfügbar, egal was es ist. Ich glaube, es geht vor allen Dingen um emotionale Fähigkeiten, um Fähigkeiten, Menschen zu berühren, zu begeistern, abzuholen. Das ist so der zweite Kernpunkt. Der dritte ist meiner Meinung nach zu lernen, in Teams zu arbeiten, weil die Anforderungen an komplexe Zusammenhänge, also unsere Zusammenhänge werden immer komplexer und dadurch wird es immer schwieriger für Einzelpersonen Aufgaben zu bewältigen. Und ich erlebe auch immer, wenn ich mit Kunden im Corporate-Bereich arbeite, das ist ein richtiger Trend, aber schon seit einigen Jahren so. Dahin gibt es so agilen Führungssystemen, agilen Führungsstrukturen, wo nicht mehr eine komplette Hierarchie da ist, sondern wo Führungsteams zusammenarbeiten und sich zu supporten. Das heißt, Teamfähigkeit wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und aufgrund dieser 3 Eigenschaften wird für mich auch sehr, sehr gut deutlich, dass es in Zukunft auch nicht mehr zu 100% darauf ankommt, welches Praktikum hast du gemacht, welchen Schein hast du belegt, welchen Abschluss hast du gemacht, sondern auf dich als Person, als Persönlichkeit. Das dauert noch ein bisschen, bis es wirklich auch in den Konzernen angekommen ist. In den mittelständischen Betrieben und kleineren Unternehmen ist es größtenteils angekommen. Ich denke, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren auf jeden Fall die Zukunft sein wird. Geil. Also was ich rausgehört habe, ist Veränderungsbereitschaft, ne? Da die Flexibilität, ja. Emotionale Intelligenz, supergeile Eigenschaft und eine ganz alte Eigenschaft, aber die irgendwie einen ganz anderen Wert bekommt, ja. Teamfähigkeit. Also sehr geil. Fallen dir vielleicht so ein paar Bücher ein, die unsere Hörer in dem Zusammenhang lesen können, damit die sich darauf vorbereiten können? Für mich sind das alles Themen, die so aus diesem ganzen Thema der Persönlichkeitsentwicklung entspringen. Ich habe selten, also klar habe ich Bücher zum Thema Führung gelesen, also Leadership-Bücher, ob das jetzt John C. Maxwell oder John Wooden kann ich zum Beispiel super empfehlen, auch was das Thema Team angeht. John Wooden, letztendlich ist es eher so ein zusammenhängendes, also so ein sich ergebendes Resultat aus dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann im Prinzip jedem Angestellten, egal welchen Menschen, nur empfehlen, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, weil dadurch erfährst du emotionale Intelligenz, dadurch wirst du vorbereitet auf Veränderungen und dadurch und flexibel auch in deiner Persönlichkeit, wirst risikobereiter, was du mitbringen musst in der Zukunft und dadurch hast du auch ein besseres Verständnis für andere Menschen und dadurch fällt es dir einfacher, im Team zu arbeiten. Also natürlich, es gibt auch ein Buch über emotionale Intelligenz, Eckhart Tolle, ich bin mir nicht ganz sicher, von wem es ist. Also David Goldman hat es auf jeden Fall. Ja, genau, richtig, ja, von ihm auch, ja, da hatte ich mal in das Hörbuch reingehört. Gibt's einige Sachen. Ich habe da jetzt nicht so das Ding für den Bereich. Also was wir immer super, also nee, wir empfehlen es eigentlich nicht sehr oft, aber wir hören es sehr, sehr oft von unseren Interviewgästen, ist nach wie vor der Klassiker Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja, oder Sorge dich nicht lebe, ist auch ganz gut, ist super unterschätzt von Dale Carnegie, weil man immer über Freunde, wie man Freunde gewinnt, spricht.
Das auch, ich hab, eins seiner ersten Bücher war Denken Sie groß von David J. Schwarz. Mhm. Das kennen auch viele nicht. Die meisten kennen Thinking Big von Donald Trump oder so, aber das wollte jetzt gerade keiner mehr lesen. das ist auch noch ein sehr cooles Buch und ja. Cool. Sehr cool. Christian, wo du hast von deinem Seminar gesprochen, was letztes Jahr war. Ist es dieses Jahr auch nochmal? Hast du irgendwie schon Termine für unsere Hörer? Ja, also wir, das Seminar haben wir jetzt dieses Jahr dreimal angesetzt. Der nächste Termin ist Ende Mai diesen Jahres. Dann haben wir noch einen Termin im September und im November. Mhm. Genau, und alle Termine gibt es aber natürlich auch dann über meine Homepage beziehungsweise Facebook-Page. Da kann man dann alles nochmal nachlesen. Ein paar Termine. Mhm. Ja, stehen auch. Wir auch nochmal in die Shownotes. Ja, ja. Sind denn noch Termine im Mai frei, wenn ich jetzt hier das Thema Energiemanagement lernen möchte? Also im Mai sind wir, glaube ich, ausgebucht. Hm. Vielleicht ein oder zwei Plätze noch, ich bin mir nicht 100% sicher. Also kann gerade jederzeit auf jeden Fall voll sein. Da sind wir relativ voll, da einfach mal gucken. Im September gibt es noch ein paar Plätze frei. Hm. Cool. Wir machen das allerdings in ganz kleinen Gruppen, deswegen ist es immer so, wir arbeiten nur mit 20 Leuten da zusammen und deswegen sind halt die Plätze da auch recht schnell immer voll, weil wir uns einfach die Zeit nehmen wollen, sehr individuell mit den Menschen zu arbeiten. Sehr cool. Wir verlinken deine Website auf jeden Fall auch in den Shownotes, dass unsere Hörer, die Interesse haben, sich sehr das gerne anschauen können. Genau. Cool. Ja, damit sind wir am Ende eines samstagvormittäglichen, super spannenden, energetischen Interviews angelangt. Vielen, vielen Dank an die Hörer und an die Zuschauer, die jetzt live auf Facebook mit dabei waren, sich das angeschaut haben. Wenn du, lieber Hörer, mehr von uns wissen möchtest, dann komm auf unserer Webseite vorbei, www.die-berufsoptimierer.de. Dort kannst du dich auch für unseren Newsletter eintragen, der dich unter anderem darüber informiert, dass wir am 22.09. unser erstes Event planen in einem sehr, sehr coolen Gut im Raum Düsseldorf. Und alle weiteren Infos werden dann nach und nach im Newsletter bekannt gegeben, plus zusätzliche Hintergrundgeräusche, wollte ich schon sagen, über unsere Interviewgäste oder Ankündigungen, wann wir wo auf Facebook Live oder sonst wo sind. Deswegen trag dich auf jeden Fall in unseren Newsletter ein. Folge uns auf Facebook, komm auf Instagram, auch da sind wir sehr aktiv und YouTube wird auch gerade noch extrem ausgebaut. Ihr Lieben, was ist eure Vision? Weil wir haben auch heute wieder über das Thema Vision gesprochen und es ist wichtig, eine Vision zu haben, damit du weißt, wofür du das Ganze machst, beziehungsweise wo du mal hin möchtest. Unsere Vision ist es, bis Ende 2021 eine Million Menschen mit diesem Podcast erreicht und ihnen dadurch Mut gemacht zu haben, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und sich zu trauen, ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Arbeitsleben anzustreben und zu erreichen. Und wenn du uns darin unterstützen möchtest, genau dies zu realisieren, dann gib uns jetzt deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl, weil nach dem Podcast-Ranking nur 5 Sterne dazu führen, dass dein Karriere-Podcast, also dieser, auch noch mehr Menschen erreicht. Damit verabschieden Basti und ich uns von dir, lieber Hörer, dir, lieber Zuschauer. Und ich übergebe wie immer unserem Interviewgast Christian Gärtner das letzte Wort. Bitteschön. Dankeschön. Und das ist total schön von euch. Erstmal hat es mir total viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ihr harmoniert komplett hier in diesem Podcast. Ich freue mich für jeden, der euch hier folgt und das über mehrere Monate und euch auch hilft bei eurem großen Ziel, diese Anzahl von Menschen zu erreichen. Also ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Und dir, lieber Hörer, kann ich einfach nur sagen, vertrau einfach ein bisschen dem Prozess, in dem du gerade steckst. Vertrau dem Prozess in dem Sinne, dass alles gut wird am Ende und dass du einfach nicht aufhörst, bis du fühlst, dass du am Ziel angekommen bist. Und ich kann dir eins garantieren, wenn du das Gefühl hast, du bist angekommen, es geht danach auch noch immer weiter. Und von daher wünsche ich dir eine spannende Reise. Und vielen Dank. Wir sehen uns bald irgendwo wieder. Danke euch beiden und bis bald. Ciao, ciao.